Mein Name ist Markus Heb, ich bin Diplom-Verwaltungswirt und war 25 Jahre in der Stadtverwaltung Kirchheim beschäftigt. Ich bin derzeit seit 10 Jahren Hauptamtsleiter und büroleitender Beamter in der hessischen Kommunalverwaltung. Ich bin 52 Jahre alt, wohne seit 20 Jahren in Kirchheim, bin zuvor in Burgholz aufgewachsen und ich kandidiere als Stadtverordneter für die Partei der SPD auf Listenplatz 20. Warum trittst du bei dieser Wahl an? Ich bin hochmotiviert, meine ganze Erfahrung für eine gute Politik in Kirchheim und damit für eine starke Stadt und starke Stadtteile einzusetzen. Das hängt auch mit meinem Beruf zusammen. Die Interessen der Bürger werden von der Politik aufgenommen und die Politik trifft die Entscheidung. Aber die Entscheidung, ob ein Radweg gebaut wird, ein Bebauungsplan aufgestellt wird oder Straßen saniert werden, die müssen in der Verwaltung umgesetzt werden. Und da bringe ich 35 Jahre Berufserfahrung mit und weiß genau, worauf es ankommt, wie man wirklich dort eine gute, verlässliche Politik für den Bürger und für ein soziales Umfeld entwickeln kann. Warum trittst du gerade für die Liste der SPD an? Ich trete für die SPD Kirchheim an, da hier die größte Wahrscheinlichkeit besteht, Werte wie soziale Gerechtigkeit und Stärkung des Ehrenamtes oder auch für die Infrastruktur einzutreten und die im direkten Wohnumfeld zu verbessern. Wodurch zeichnet sich für dich Kirchheim besonders aus? Kirchheim hat als Marktstadt eine lange Tradition und mit seinen starken Stadtteilen und einem Wir-Gefühl auch eine gute Zukunft. Als Mittelzentrum ein beliebter Wohn- und Arbeitsort zu sein. Die Lebensqualität müssen wir natürlich aufrechterhalten und nachhaltig fortentwickeln. Welche Themen liegen dir für die kommende Legislaturperiode besonders am Herzen? Da fallen mir ganz viele ein. Stärkung des Ehrenamtes und der über 200 Vereine, aber auch Förderung der freiwilligen Feuerwehr, zum Beispiel durch Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes, Stärkung der Lebensqualität und durch Einrichtung von Tempo-30-Zonen, Sanierung des Freibades, Erhalt des Hallenbades, aber auch Beibehaltung Kirchheim als Mittelzentrum. Kirchheim braucht auch Bike- und Carsharing-Stationen. Das sind wichtige zukünftige Investitionen. Natürlich müssen wir auch den sozialen Wohnungsbau, zum Beispiel durch Erlass einer Nachhaltigkeits- oder auch einer besonderen Vorkaufsrechtssatzung, stärken. Darüber hinaus ist die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen bis Ende 2022 sehr wichtig. Und natürlich auch Stärkung des Schulstandortes durch eine Außenstelle der Technischen Hochschule Mittelhessen, zum Beispiel für den Pflege- oder Gesundheitsbereich. Und schließlich auch die Vernetzung der Seniorenangebote und Stärkung der sozialen Netzwerke, gerade für demenzerkrankte Menschen. Erläutere, welche deiner Fähigkeiten du wie am besten als Stadtverordneter dabei einsetzen möchtest. Ich möchte meine Erfahrungen, Kompetenzen aus der Mitgliedschaft in Vereinen und dem Beruf und dem Ehrenamt über ein gutes Netzwerk gemeinsam für sozial Schwächere einsetzen. Deshalb ist mir wichtig zuzuhören und mich dafür einzusetzen, dass die Bürgerinnen und Bürger die beste Lösung bekommen und dass die auch umgesetzt wird. Auf welchen Spruch oder Satz reagierst du allergisch? Das haben wir immer so gemacht. Ich stehe dafür, dass man auch mal neue Wege geht und sich dabei reflektiert, ob es wirklich das Wichtige ist, das Richtige und auch das Nachhaltigste. Ja 49 oder Wald statt Asphalt? Ja 49. Für welche nationale oder internationale politische Persönlichkeit würdest du gerne aktiv Wahlkampf betreiben oder hättest es und warum? Ich hätte den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt oder auch den Altbürgermeister und Ehrenbürger Heinrich Röder in Kirchheim gerne unterstützt. Weil das sind Menschen, die sich unabhängig von Parteizugehörigkeit für das soziale Miteinander und für die Hilfe der Bürger eingesetzt haben. Was ist dein Wunsch für die Arbeit mit den zukünftigen potenziellen KollegInnen? Ich würde mir da wünschen, dass man engagiert, vertrauensvoll zusammenarbeitet über Parteigrenzen hinweg und dass man wirklich diese
für den Bürger beste Lösung entwickelt und umsetzt, ohne großes Hickhack, und dass man die Bürger dabei auch mitnimmt, vorher informiert, einbindet, einfach eine transparente Politik. Suche dir eine Kandidatin oder einen Kandidaten einer anderen Liste heraus und beschreibe, welche positiven Eigenschaften du an dieser Person schätzt. Das ist der Sigurd Meier von den Linken, der wohnt bei mir in der Nachbarschaft. Mit seiner Hilfe konnten wir die letzten 5 Jahre den Haushaltsplan verabschieden und so die Grundlage für eine gute Politik legen. Was möchtest du in Zukunft für den Abbau von Politikverdrossenheit, vor allem in der Kommunalpolitik?